Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Die Sonne geht unter. Und die Horde kommt jeden Augenblick. Und mein Charakter zittert schon. So, mal gucken, von wo sie kommen. Ich stehe wahrscheinlich wieder auf der falschen Seite. Da hinten kommen sie. Von hier kommen sie. Okay. Oder von wo kommen sie? Von hier? Aus verschiedenen Richtungen kommen sie. Der Spider, der stirbt nicht. Den kann ich nicht einschätzen. Der gefällt mir nicht. Oh, die Lady macht alles richtig. Oh, guck mal, es funktioniert doch. Mal gucken, wann der erste Spucker kommt. Oh, die hat es aber direkt erwischt. Na, ich treffe die nicht gut. Na, na, na. Jungs, nie alles kaputt machen da unten. Es funktioniert super. Genauso muss das sein. Ich mache mal ein Foto davon. Oder ein paar mehr. Genau so habe ich mir das gedacht. Das ist jetzt nicht so cool, wenn er da anfängt rüber zu krabbeln. Was machen die denn da unten? Das will ich mir jetzt mal angucken. So, den Lady. Wer zertrümmert mir denn da vorne meine schöne... Das muss aber nicht sein hier, oder? Nicht die Leitern kaputt machen. Nicht die Leitern kaputt machen. Das tut ja nicht Not, oder? Aber die verteilen sich schön ums Haus. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. So, ich glaube, wir können mal reingehen. Und unten mal versuchen, ein bisschen zu looten. Ich glaube aber, die meisten sind zu weit weggestorben. Also mal gucken. Nicht, dass hier doch irgendwas im Argen ist. Können wir schon mal anfangen hier mit Looten. Jetzt macht doch nicht alles kaputt. Oh, eine lila Ranch, sehr schön. Guten Tag. Ja, Schwester. Schwester, hast du einen Beaker dabei? Oh, jetzt kann ich sie nicht looten. Ist ja ärgerlich. Na, 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 das waren wir aber nicht. Das ist ein schönes Bild. Der lebt ja noch. Könntest du mal aufhören, dich da durchzubarren? Danke, das gefällt mir nämlich überhaupt nicht, wenn du sowas machst. Okay, pass auf, wir haben da hier einen Sledgehammer, oder? Können wir den nicht mal nutzen hier? Ist das ein neuer Hund? Jetzt aber, das ist ein neuer Hund. Leute, macht mir doch nicht alles kaputt hier. Das muss ich ja schon wieder reparieren. Das tut auch nicht Not, oder? So, was hast du dabei? Ja. Okay. Ich bin dafür, jetzt mal eben ein paar neue Spikes aufzustellen. Ey! Junge! So geht's aber auch nicht. Ey, könnt ihr mal aufhören, nicht die Mutter hier reinschieben. Wie sieht denn das aus? Geht doch nicht.
Oh, Spucker. Na, komm her. Nicht explodieren. Ach, schade. Nicht zu looten gewesen. Wo krabbelt der denn ganz hin? Mann, das nimmt dich doch aber auch mit, oder? Was bist du? Oh, cool. Die sind hier auch drin? Oh, shit. Wo ist denn mein Loot hier? Ich wollte eigentlich die Campfire anmachen. Habe ich jetzt doch nicht mehr getan, ne? Die Hunde gefällt mir nicht gut. So, den Spucker würde ich aber ganz gerne erledigt haben. Jo, der hat XP gebracht. Den loote ich auch mal eben schnell. Danke. Es ist ein Gematsche hier, sondergleichen. Na, da mache ich nur. Ey, der bricht mir irgendwie die Beine. So geht das ja auch nicht. Ist der Pfarrer jetzt tot? Ja, ist er. Schwester? Ah, sonst eigentlich alles ganz entspannt, würde ich sagen, ne? Aber man hat wenigstens mal, man sieht ja wenigstens ein bisschen was. Die paar Spikes sind nicht so teuer. Ich höre mal auf, meinen ganzen Patron zu verschießen und mache das hier mit Pfeil und Bogen. Es geht ja auch. Ah. Okay, da kommen jetzt die Stahlpfeile zum Einsatz, das ist auch gut. Wieder so ein Hund, der mir nicht gefällt. Die Hunde sind nicht gut da. Ich fand nicht, wenn sie hier die Leichen so reinschleudern, ey. Das muss auch nicht sein. Die backen sich hier so drin fest, ne, in den Säulen. Die kriegen jetzt natürlich auch die Spikes keinen Schaden mehr, aber ich finde das alles nicht so problematisch gerade. Was ist denn das? Das ist der Skateboarder, ne? Ja. Ah komm, dann reparieren wir hier mal eben kurz ein bisschen. Die Zeit haben wir ja. Und da ist noch ein Hund. Der muss weg. Jetzt zappel hier nicht so rum, Junge. Das ist schwierig. Ich versuche hier hinten jetzt erstmal Spikes aufzustellen. Neue. Das. Es sind zu viele, die krabbeln, zu viele Körper gerade hier. Zu viel zum Looten. Der Football-Zombie hat auch schon wieder coolen Loot dabei. Der ist richtig schnell, ist der. Aber der Held hat nicht so viel aus. Der hat nur 200 Leben. Und Spucker hat 700.
Ja, hat auch nur Klamotten dabei. Hey Junge, du gehst mir sowas dann auf die Nüsse hier. Aber das ist so wichtig. Na komm. Ey, 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 ey. Irgendwas. So haben wir aber nicht gewettet hier. Ich repariere das lieber erst nochmal. Sicher ist sicher. Nicht, dass da doch noch irgendwo was Dummes passiert. Ah, der sieht cool aus, ne, oder? Ich mache nochmal Fotos hier. So. Alles klar, wir müssen mal eben kurz. Packen wir mal die Sachen eben alle hier rein. Ja, guck mal, da, also das für die Magnum. Bisher sieht das doch ganz gut aus vom Loot her. Oh, Sniper Rifle Scope. Sehr schön. Das Messer behalten wir lieber mal eben. So, komm, Jungs, jetzt ist aber mal gut hier. Ist ja gut. Du hast mir schon, irgendwann hat ja schon das Bein gebrochen von euch. Ich fange jetzt erstmal an zu looten hier. Ja, looten wäre mal ganz cool. Dann schnappen wir uns die Axt und machen mal den Scheiß hier weg, ey. Das geht ja so nicht. Ach Junge, jetzt krabbel doch nicht das Bild. Das muss da auch nicht sein, oder? Na, krieg mal den da weg. Eigentlich wollte ich mit dem Sledger mal ja mehr nachhaben. So, pass auf, dann stellen wir da doch mal eben schon mal wieder welche auf hier. Genau. Genau für solche Leute haben wir das gemacht. Jetzt kann der dann hier schon mal reinrennen. Lady. Mit sowas habe ich ein Problem, ne? Kriege ich die denn nicht jetzt? Doch. Funktioniert doch alles. Du hier musst auch weg. Na komm. Hat er sich aber doch schnell auf die Spikes geschlichen hier. Die Ratte. So. Hier gibt es noch was zu looten. Ja doch, da auch. Nehmen wir das mal eben weg. Und dann stellen wir da noch mal eben schnell ein paar Spikes hin. Das geht nicht, weil er dann dich ist. Mach die doch nicht gleich wieder kaputt. Na komm. Jetzt versteck dich doch nicht. Jetzt habe ich da so einen toten Hundekörper liegen. Das muss ja auch nicht sein, oder? So, kann ich jetzt hier mal in Ruhe weiterarbeiten? Danke. Ich bin mal gespannt, wie viel ich von denen da draußen nachher noch looten kann. Oh. Mining Helm, auch schön. Gefällt mir. Na? Wie gesagt, ich bin mit meinem Basisbau sonst echt zufrieden hier. Man kann gut was machen. Man kann von hier aus reparieren schon mal. Ja, das Ganze nimmt halt ein bisschen sehr viel Schaden zwischendurch mal. Habe ich auch gemerkt. Und man hat halt manchmal das Problem, dass man vor lauter Leichen halt, dass die keinen Schaden erkriegen. Aber alles in allem könnte es schlimmer kommen, sage ich mal so. Ich kriege immerhin ein bisschen Loot raus. Vielleicht nicht alles. Oh, da war irgendwas Blaues bei. Guten Tag. Na, da kommt aber schon noch einer jetzt. Jetzt müssten diese neuen Zombies kommen, die die ganze Nacht über durchkommen.
die einen halt nur ein bisschen beschäftigen sollen. Sollen sie? Ruhig. Ich beschäftige mich gerne mit euch. Ah. So. Haben wir nicht mal die Campfire gebraucht, was? Die ist weg und der kommt auch nicht weit hier. Könntest du mal aufhören, hier alles kaputt zu machen? Danke. Also ich bin von diesem System nach wie vor total überzeugt. Okay. Versuchen wir den mal eben wegzukriegen. Damit der nicht den Platz belegt, den die anderen brauchen. Ach komm. Habt ihr schon wieder die Spikes hier weggemacht? Ach, ihr seid beide tot. So schnell. Das ist ja rücksichtsvoll. Ja, dann mal eben schnell weghauen hier. Nochmal nachsetzen und dann läuft das auch. Die haue ich jetzt aber nicht mit Messer weg, weil mir das einfach zu lange dauert. Das tut nicht Not. Der ist ja schon tot, bevor wir da überhaupt irgendwie was... aber er ist auch nicht so der Loot-Träger für mich. Ja, sehr schön. Danke fürs Mitmachen. Okay, wir reparieren jetzt hier erstmal. Oh, die waren ja teilweise doch schon ganz gut runter. Wer glaubt hier? Schwester, wenn du keinen Beaker dabei hast, dann brauche ich dich eigentlich auch nicht, muss ich sagen. Total entspannt. Ja, ein bisschen angeknabbert hier, aber das Einzige, was mir nicht so sehr gefallen haben, waren dann die Köter irgendwie. Bei denen ich immer das Gefühl hatte, die können sich durchbacken hier. Na, schade, keinen Beaker für mich. Kein Beaker für Well. Ups. Oh, 4 Uhr. Sehr cool. Ja, dann gehen wir noch mal raus. Dann nehmen wir den Krams hier mal eben die Kiste. Und dann gehen wir mal eben draußen gucken, was denn danach so kommt. An Loot. Ah, Nachzügler, was? Deine Jungs, deine Leute sind schon längst weg, du kommst zu spät. So einfach ist das. Aber aus dem Feral habe ich was rausbekommen, aus einem von zwei Spuckern habe ich was rausbekommen. Das ist immerhin etwas. Habe ich da noch irgendwas gehört? Ups. Ups. Na gut, dass das liegen bleibt. Ah ja, okay. Was auch immer das genau war, müssen wir uns gleich angucken. Jo, aber ist nicht viel kaputt. Nichts, was ich nicht irgendwie sehr schnell reparieren könnte. Und das gibt mir auch... Ey, wenn ich jetzt hier sterbe, ne, dann kriege ich das Kotzen. So, ich habe gar keine Blutung. Ich dachte, ich hätte eine Blutung gehabt. Sah so aus. Ah, so. Ja, das Gute an dem System ist, es gibt mir jetzt wirklich die Zeit, dass ich gar nicht großartig lange mit dem Wiederaufbau verbringen muss. Und dementsprechend auch Zeit habe, Ausflüge zu machen und sowas. Und das finde ich halt richtig cool. Und man hat aber trotzdem noch so ein bisschen das Gefühl, dass man da wirklich noch mal ein bisschen gegen die Zombies kämpfen muss. Ne? Also wenn das Ganze zu leicht ist, finde ich es ja irgendwie auch blöd. Das ist okay, finde ich, soweit. Das mache ich von drinnen fertig.
Dann sichern wir hier nochmal eben schnell die Ecke ab. Weil hier doch einiges abhandengekommen ist. So, dann haben wir hier wieder unsere obligatorischen 3 Reihen oder so. Da können wir nochmal ein paar, noch ein bisschen zulegen, aber nicht viel. Brauchen wir nicht, finde ich. Und ich glaube auch, dass ich da auch noch die Mining-Helme sind ja hier schon in verschwenderischer Vielfalt. Echt jetzt? Da sind mir die Leitern kaputt gemacht, die Schweine. Leider. Machen wir mal 5 Leitern fertig, eben. Ja, passt doch alles. So, knister, knister. Dann können wir direkt ja gleich die Forges wieder anschmeißen. Ja, okay, die Campfire-Geschichte, habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich die dann noch anzünden wollte. Habe ich echt nicht mehr dran gedacht. Asche über mein Haupt. Aber gut, naja, Mann, hey, wenn es auch so ging, was soll's, ne? Blaubeersamen. Hazmat Maske. Gut, ein paar Knochen haben wir mitbekommen. So, ich brauche mal eine Kiste für Kleidungsstücke. Ich würde sagen, ich lege mir hier mal eine an, auch mit Cloth und Military Fiber dann. Ich glaube, das wäre ganz gut so. Komm, dann sortieren wir den ganzen Krams noch mal eben ein. Dann ist das weg. Knochen kommen da rein. So, das kommt hier nochmal in den Händler, in die Händlerkiste rein. Das wird Waffenkiste. Iron Arrowhead können wir direkt einschmelzen, würde ich sagen. Das brauchen wir nicht mehr. Turn on. So, dann habe ich da oben vielleicht auch mal... Aha, okay, Football Jersey. Dann habe ich da auch einen besseren Überblick, glaube ich, wenn ich da mal alle Klamotten reinpacke. Ich glaube, das ist sinnvoll, wenn wir das machen. Scrap Plastic. Da habe ich auch schon welches gehabt. Du kommst mit hier. Du kommst zum Beispiel auch nicht da rein. Irgendwo brauchen wir auch eine Werkzeugkiste. Ich muss gleich mal echt umsortieren. Aber ich habe jetzt 2 so geile Wrenches. Das ist ja cool. Einen schönen Magnum Zylinder in... Ja, schade. Die Qualität habe ich schon gehabt. Naja, okay. Ich will mich nicht beklagen. Ich würde sagen, das lief alles sehr gut. Oh, ich sollte mal was trinken. So, nochmal mitnehmen hier. Was haben wir denn noch so für Magnum-Teile? 495469. Ja, okay. Den können wir dann mal austauschen. Eine Stahl-Pickaxe in Blau sogar. Auch nicht schlecht. Das göppen wir. Bandana kommt da rein. Sniper. Sehr schön. Sniper. Nee, wo war bei meinem Sniper? Da ist mein Sniper-Barrel. Noch ein Mining-Helm. Auch nett. So. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Brain-Alkohol. Bloodwalk-Kit packe ich mal hier hin. Golden Rotflower kommt. Komm, dann machen wir uns gleich erstmal Tee hier. Und zwar großzügig. Machen wir uns nochmal Golden Rot-Tee. So, fertig. Jetzt kann ja ruhig ein Kreischer kommen. Das ist mir ganz egal. Also schalten wir auch die Schmieden mal wieder an. Wir legen hier nochmal Clay nach. Auf jeden Fall. Und eigentlich brauche ich überwiegend Clay. Metall ist momentan gar nicht so wild. Irgendwas trampelt mir da draußen noch. Schon wieder irgendwas kaputt, oder? Hat sich so angehört. So, Short Iron Pipe kann auch eingeschmolzen werden. Glaube ich. Das kommt da rein. Ich weiß, ich räume hier gerade ein bisschen chaotisch hin und her, aber letztendlich es funktioniert ja. Irgendwie funktioniert es ja. Was haben wir denn da noch drin? Ja, jetzt nicht mehr so richtig wichtigen Scheiß, ne? Stoff, pass auf, dann nehmen wir das doch da oben rein.
dass wir mal Kleidungsstücke auch reparieren können. Und dann haben wir hier noch Kleidungsstücke. Die nehmen wir dann auch direkt rein. So. Und dann können wir mal sortieren und mal schauen, wie ihr das dann anordnet. Und dann blicken wir da auch etwas besser durch wahrscheinlich. So, den auch noch. Das Ding kann direkt eingeschmolzen werden. Das bleibt da. So, okay. Jo, alles in allem bin ich sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Zack. Dann wollten wir noch Stahl herstellen, ne? Steel, Forged Steel. Wie viel wollten wir? 100 oder nicht? 400? Kommen wir doch. Machen wir nochmal 100 hier. So. Das läuft schon. Mal eben kurz runtergehen. Wie gesagt, eine Folge eben reparieren, das bleibt nicht aus. Das müssen wir schon machen eben. Aber das heißt, eigentlich reparieren wir ja nicht in einer Extra-Folge, sondern sonst ist ja echt häufig eine ganze Folge zum Reparieren aufgegangen. Das machen wir jetzt alles in der Feral-Folge selber. Und das finde ich doch eine gute Sache. Da kann ich mich nicht beklagen. Wieso ist denn da jemand reingelaufen? Ist denn von da erst jemand gekommen überhaupt? So, Moment. Scrap Iron. Ja, warum kriege ich den nicht? Ah, doch, kriege ich. Na komm. Na. Ja, mach doch. Ah, das ist aber schwierig zu treffen hier. Dafür wäre eine Nähgun noch ganz geil, ne? Oder? Um sowas zu machen. Ich glaube, viel besser trifft man die damit auch nicht, oder? Ich habe hier halt einen ungünstigen Winkel, glaube ich, erwischt. Für sowas. Das hätte ich aber ganz gerne eben einmal in Schuss gebracht. Das Campfire da ist im Weg, wenn du mich fragst. Nee, geht. Geht auch so. Geht auch so. So, das machen wir noch eben fertig hier. Und dann ist mir nach dem Ausflug. Also direkt mal gucken, neue Stadt finden, diesen Schatz da vielleicht ausgraben, den wir da hinten noch haben. Da möchte ich auf alle Fälle noch hin in die Richtung. Ich glaube, jetzt habe ich keinen Koch, habe ich noch. Es funzt halt nicht. Komme ich nie an. Ach, wie doof. Na gut. Ist mir sicher genug gerade. Schließen wir hier mal ab. Und dann verabschiede ich mich auch schon für diese Folge, würde ich sagen. Dann waren die letzte etwas kürzer und die hier war etwas länger. Und ich finde so im Schnitt funktioniert das ja trotzdem alles ganz gut. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.